Danke. Ja, so langsam neigt sich unsere Veranstaltung wieder dem Ende. Wir haben es um 20 Uhr herum und das ist so die Zeit für unsere Schweigeminute. Und so möchte ich euch bitten, die Zeit wieder zu nutzen, euch euer friedvollstes Bild, was ihr euch vorstellen könnt, von eurem Frieden vorzustellen und das eine Minute lang zu genießen. Ja, ihr Lieben, wieder geht ein Montag zu Ende. Ich wünsche euch eine ganz tolle, friedvolle und gesunde Woche und freue mich drauf, euch nächsten Montag wiederzusehen. Und denkt dran, es geht schon ein bisschen eher los. Wer Lust und Zeit hat, ist herzlich eingeladen. Ja, Dankeschön, Jasmin. Ja, hallo, ich würde noch mal kurz was sagen und zwar habt ihr ja mitbekommen, dass wir nächste Woche leider keinen Kuchen kostenlos vergeben dürfen. Ich würde es aber trotzdem schön finden, vielleicht können wir einfach eine Geschenketafel aufbauen, dass jeder zu Hause mal guckt, wo hat er irgendeinen Deko, Schnicki, Schnacki, den er nicht mehr braucht, wo wer kann Grünpflanzensenker abmachen. Einfach so, dass wir wieder einfach abgeben, was wir nicht brauchen, was uns nichts kostet und dass man von diesem Gedanken auch runterkommt, für alles, was materiell ist, einen Gegenwert fordern zu wollen. Die Freude eines anderen, dass der das gebrauchen kann, kann schon Gegenwert genug sein. Oder das Gefühl, dass die Umweltzerstörung ein bisschen eingedämmt wird, wenn die Nachfrage einfach nicht stattfindet, weil man es woanders geschenkt bekommt. Ja? Dass diese ganzen Sachen, die in den deutschen Haushalten rumliegen und verstauben, dass die uns wieder in Umlauf bringen, verschenkt die, raus damit. Ihr könnt ja mal gucken, ich habe zum Beispiel zu Hause gesehen, ich habe einen Pfefferstreuer für niedliche kleine Vögel. Das war irgendwann mal Geschenk, habe ich nie nachgefragt, brauche ich nicht, ich habe welche. Die werde ich nächste Woche mitbringen, wer keinen hat, kann sich den gerne mitnehmen. Ich werde ein paar Grünpflanzensenker abmachen, vielleicht findet der eine oder andere noch ein bisschen was. Und dann können wir vielleicht die Leute auch so zum Anhalten bewegen. Wenn es was umsonst gibt, ein bisschen was zu verschenken gibt, muss ja keine Nahrung sein. Guckt mal zu Hause nach. Ja, Befreiung vom Überfluss. Macht ein gutes Gefühl. Bis dann, tschüss. Ja, danke schön. Ich muss was sagen zu dem. Genau, noch eine kleine Ansage. Und zwar haben Alex und ich uns überlegt, Alex musste leider schon gehen, dass der in der knallgrünen, giftgrünen Jacke immer. Ja, wir haben uns überlegt, einen Lesekreis zu dem Buch von Erich Fromm Haben oder Sein zu starten. Ja, zu dem Buch, das ist aus humanistischer Sicht geschrieben über die Aspekte Haben und Sein in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Und
Ja, wir wollen das gemeinsam lesen und gemeinsam ins Gespräch kommen über dieses Thema. Fromm bietet auch Lösungsansätze in die Richtung, die wollen wir uns auch mal genauer anschauen und dann gemeinsam neue Handlungsalternativen für ein gesünderes Leben entwickeln. Also wer da Interesse hat, kann gerne gleich nochmal auf mich zukommen. Jeder ist willkommen. Dankeschön. Ja, ansonsten haben wir mehrere Arbeitsgruppen. Wir haben die Arbeitsgruppe für Medien und Presse. Wir haben eine Arbeitsgruppe für Ernährung, Versorgung. Wir haben, wie gesagt, jetzt auch den Lesekreis jetzt ganz neu. Wir haben in verschiedensten Bereichen sind wir auch aktiv. Und diese ganzen Arbeitsgruppen findet ihr auch auf unserer Webseite im Forum. Einmal kurz anmelden, da könnt ihr euch diese ganzen Sachen anschauen. Jeder ist herzlich willkommen, einfach mit dazu zu stoßen, wo er Interesse dran hat. Mitzumachen, da gibt es keine Verpflichtung, einfach dabei sein, wenn es interessiert. Und dort organisieren wir auch die Veranstaltung vom 1.9. Also wer jetzt sich gerne noch einbringen möchte und einfach gucken, wie weit ist der Stand, was kann ich, was fehlt eventuell noch für den 1.9. Einfach auf der Homepage www.mahnwache-braunschweig.de draufgehen, einloggen und dann sich dort einfach beteiligen. Ansonsten würde ich mich super freuen, nächste Woche, wie gesagt, ab 13 Uhr sind wir dann schon hier, wenn ich recht viele von euch dann auch wiedersehen werde. Also ab 13 Uhr hier mit Infostand, wer sich da gerne zustellen möchte, wer gerne Flyer mitverteilen möchte. Bis 16 Uhr, dann machen wir den Music Jam und ab 18 Uhr dann wieder unsere Mahnwache. Ansonsten wünsche ich eine gute Woche bis dahin und ich hoffe, ich habe noch viel Kontakt mit dem einen oder anderen, was jetzt den 1.9. anbelangt, denn da gibt es auch das eine oder andere zu organisieren. Und ja, kommt gut nach Hause. Bis nächste Woche. Danke.